Ja, hallo. Wie in jeder Sendung geht's ja wieder um einen Mini-Ausschnitt aus der wissenschaftlichen Lösung für alles. Wie kann die Menschheit, wie kann jeder Einzelne sehr, sehr viel gesünder, sehr, sehr viel glücklicher und sehr, sehr viel länger leben bis zu einem Maximum von ca. 127 Jahren. Ja, erstmal so ein paar News. Donald Trump, amerikanischer Präsident, will offensichtlich die Herrschaft der Medizin- und Pharmaindustrie über die USA beenden. Also irgendwie scheint er irgendwie geahnt zu haben, dass da die Medizin- und Pharmaindustrie mit den USA Katz und Maus spielt, um das Impfgeldes willen oder was auch immer. Und er scheint sich davon nicht so total vereinnehmen lassen zu wollen, wie das Europa macht, ne? Dass sich im Wesentlichen außer Schweden und Weißrussland und so weiter hat nicht vereinnahmen lassen und total beherrschen lassen von den Angstgedanken und Gefährlichkeitsüberschätzungen, wie sie in der Medizinindustrie üblich sind und gang und gäbe sind. Ja, die Bild-Zeitung stellt Karl Lauterbach von der SPD, Professor Karl Lauterbach, in Frage. Hört, hört, also da... Das hört man natürlich gerne, ne? Denn er ist ja sozusagen so richtig schön, so richtig Medizin-Mainstream, so nach dem Motto, ja, es sind alles Killerviren und alles Killererreger und ja, also wir müssen im Prinzip, muss die Medizin die Lenkung des Staates übernehmen, ne? Das ist der einzig wahre Staat, ne? Und so ist er immer rübergekommen für mich persönlich, ne? Und Bild-Zeitung fängt an, das in Frage zu stellen. Das ist doch schon mal schön. Dann haben wir als nächste kleine News. Beim Sender KenFM gibt es mal wieder eine Wiederholung von Professor Rainer Mausfeld. Aber ich muss sagen, dass mich langweilt das halt extremst, ja, weil das ist so wertlos, ne? Lieber Dr. Professor Mausfeld, Dilemma schweigen, weil ihr Stalinismus noch schlechter ist als der grausamste Kapitalismus und die grausamste Marktwirtschaft. Ja, also noch einmal, es geht immer nur um leeres Gerede, da werden Feindbilder aufgebaut, es geht um das Aufhetzen gegen die Zentren der Macht. Ja, also immer geht es darum, überall geht es darum. Die einen früher haben gegen die Juden gehetzt, weil das war das Synonym für die Reichen, die bösen reichen Juden, dann wurden die vergast und umgebracht und bekämpft. Und die anderen haben gegen die anderen bösen Reichen gehetzt, dann haben sie Revolutionen gemacht und die Reichen umgebracht und immer nur Mord und Totschlag. Es ist immer der Wahnsinn. Es geht immer nur darum, irgendwelche Reichen anzugreifen und so weiter. Und dann deswegen nochmal hier für uns ganz selbstverständlich, echte Naturwissenschaftler sagen natürlich, wir müssen alle Menschen lieben. Und liebe Milliardärskönige, hier ist der Ansatz in der Welt, der euch nicht ans Leder will, der euch gar nichts wegnehmen will, sondern der euch nur etwas schenken will über die Wohlfühlstimme, die Wirtschaft und jeden Teil der Wirtschaft zu ihrem Diener macht und zu jedem anderen Menschen. Jeder Mensch bekommt eine Wohlfühlstimme als neue Wahlstimme, wäre ein Denkmodell von Hunderten, ein Reformaspekt. Und das würde bedeuten, dass alle, auch die anderen Milliardärskönige und deren Unternehmen, auch ihrem, also was wollen wir ihnen schenken, liebe Milliardärskönige, was wollen wir jedem Bürger dieses Landes schenken? X-fach mehr Gesundheit,
viel längeres Leben, bis maximal ca. 127 Jahre. Und viel, viel mehr, 20 Mal mehr Lebensfreude und Lebensqualität. Ja, das ist das, was in unserem Ansatz drinsteckt. Deswegen studieren Sie diesen Ansatz, weil das ist Ihre einzige Chance, nicht nur Milliardär zu sein, sondern auch Milliardär des Glücks zu sein, ja, und der Lebensqualität. Das kriegen Sie nur hier, ja. Und ja, also wie gesagt, Professor Mausfeld natürlich wieder mit seinem Großangriff und seiner Hetze gegen die Zentren der Macht. Ja, die bösen, bösen Zentren der Macht, die sich gegen uns verschworen haben. Ja, linksextremistische Sektierertum mit Verschwörungstheorien und rechtsextremistisches Verschwörungstheorien gegen und beide, so die einen gegen die jüdischen Reichen, die bösen jüdischen Reichen, und die anderen gegen die bösen reichen Reichen. Ja, also es ist immer das Gleiche. Immer ist es irgendwo rauben wollen und stehlen wollen, also Neidgesellschaft, immer. Das Wesentliche bei dem Judenhass war gewesen bei Hitler, der Neid auf die reichen und erfolgreichen jüdischen Geschäftsleute, und man wollte diese Reichen eben aus Neid heraus bestehlen und berauben. Und das hat man im Nationalsozialismus gemacht, also der Pseudosozialismus, Pseudokommunismus, Pseudoplanwirtschaft sind genau das Gegenteil von dem, was wir wollen, mit echtem sozialistisch-kommunistisch-planwirtschaftlichem gesunden Staat sozusagen. Also Stalinismus ist auch unser Feindbild, und also Stalinismus ist für uns verrückt, Maoismus ist für uns verrückt, Honeckerismus ist verrückt, das waren einfach Idioten und Massenmörder und sonst nichts, ne? Und die dann die Worte Sozialismus und Kommunismus beschmutzt haben. Ne? Mehr war das nicht. Ja. Ja. Dr. Wodak ist aufgetaucht in einer Sendung. Ja. Ja, und dazu muss man sagen, der Krimi ist doch längst geklärt. Ja, also eigentlich ist doch die Antwort ganz einfach, Dr. Wodak. Der normale durchschnittliche Arzt macht, wenn Sie zum Arzt gehen, macht er, ohne dass Sie das merken, macht er Ihnen Panik. Er vergrößert immer das Problem, damit Sie seine Medikamente kaufen, seine Operationen kaufen, seine Bestrahlungen kaufen. Egal, was Sie machen, gehen Sie ins Krankenhaus, überall wird Ihr Problem schlimmer dargestellt, als es tatsächlich ist. Also diese Tendenz, aus einer Mücke einen Elefanten zu machen, gehört zum Studium der Medizin. Ja, das steckt da unbewusst drin, als gewinnbringender Irrtum. Ja. Und das ist doch ganz klar, und das Gleiche ist jetzt eben bei Corona passiert, nur dass diesmal nicht der einzelne Patient in die Irre geführt wird, wie das jeden Tag millionenfach geschieht, ja? Sondern diesmal sind die Patienten ganze Staaten, und die werden jetzt halt in die Irre geführt. Das ist eigentlich ganzes. Diesmal heißt der Patient Deutschland, der Patient heißt Österreich, der Patient heißt Schweiz. Aber der Mechanismus ist der gleiche. Wir haben es mit der brutalen Marktwirtschaft des Dr. Markus Krall zu tun. Also hier haben wir den Früharzt, der sich noch in der Welt der Wahrheit befand
Und der sagte, ja, nein, also Viren und Bakterien sind im Wesentlichen harmlos. Wichtig ist, dass ihr ein starkes Immunsystem habt. Das kriegt ihr durch frisches Gemüse, Obst und so weiter. Und nur das kann ich euch empfehlen. Ihr müsst absolute Naturnahrung zu euch nehmen und so weiter und natürlichen Lebensstil praktizieren. Dann machen euch die Viren und Bakterien nichts, ja, weil dann euer Immunsystem nicht schwächer ist als das der Tiere, in denen die Viren sich gebildet haben, ne? Oder evoluiert haben. Und der andere Früharzt, der sich irrt, sagt: Nein, nein, ihr könnt ruhig die moderne chemisch-industrielle Ernährung essen, die ist genauso gesund, daran liegt es nicht. Ihr habt Gendefekte oder eben die Viren und Bakterien sind alle unheimlich stark von Natur aus und die wollen euch Böses und die leben nicht in Symbiose mit euch, sondern das sind eure Erzfeinde, die wollen euch alle umbringen und so weiter. Und der erzählt ständig solche Irrtümer, solche gewinnbringenden Irrtümer. Dadurch hält er die Leute in der Krankheit, im krankmachenden Lebensstil fest. Und dann kann er sie abkassieren mit Impfungen, Bestrahlungen, Tests und allem möglichen Diagnostika, Operationen, Bestrahlung, Chemotherapien. Dadurch verdient er viel mehr als der andere unter dem teuflischen marktwirtschaftlichen System, das Dr. Markus Krall, der ja der Chefideologe des Marktes ist, sozusagen in Deutschland. Und dann können er hier zwei Kinder ernähren, drei Enkel, zwei Urenkel und so weiter und eine Großfamilie durchschnittlicher Medizinprofessoren erwächst daraus. Und diese beraten jeden einzelnen Patienten. Dort bei jedem einzelnen Patienten bringen sie ihre gewinnbringenden Irrtümer an, die sie selbst glauben. Es ist also kein bewusster Betrug, sondern sie glauben ihre Irrtümer. Und mit diesen kapitalistisch-marktwirtschaftlichen gewinnbringenden Irrtümern überschütten sie die Patienten. Und das geschieht jeden Tag millionenfach, dass durch solche übertriebenen Gefährlichkeitseinschätzungen der Patient zum Kaufen von irgendwelchen Maßnahmen veranlasst wird. Und das Gleiche ist bei der Schweinegrippe geschehen, nur dass der Patient damals Deutschland hieß und andere Staaten hieß. Und diesmal heißt wieder der Patient Deutschland. Und er wird halt in die Irre geführt mit den Irrtümern, an die Medizinprofessoren selber glauben. Und insofern ist der Krimi doch längst gelöst. Marktwirtschaftliche Medizin ist ein Killerprogramm, ne? Und mehr ist dazu nicht zu sagen, lieber Dr. Wodak, ne? Damit ist die gesamte Analyse gemacht. Wir müssen die Marktwirtschaft beenden, zum Beispiel mit der Wohlfühlstimme, wodurch dann eben aus gewinnbringenden Irrtümern verlustbringende Irrtümer werden und aus verlustbringenden Wahrheiten gewinnbringende Wahrheiten werden. Und dann vermehren sich die Wahrheiten und dann schadet uns schon mal, wenn man dann vielleicht noch 20, 30 weitere Reformen macht, dann haben wir ein nützliches System insgesamt. Und dann haben wir halt die Marktwirtschaft und den Kapitalismus endlich beendet. Ne? Ja, um das nochmal klarzustellen, also Schluck Wasser. Der absolute Horror an Gesellschaftssystemen ist alles, was in entferntesten ähnlich ist. Stalinismus, Honeckerismus, Maoismus und ähnliches, ja? Das ist der absolute Horror an Gesellschaftssystemen. Dann kommt der etwas mildere Horror, das ist der Kapitalismus, der halt einen Krieg, die Marktwirtschaft. Die Marktwirtschaft produziert einen Krieg nach dem anderen. Sie produziert ein krankmachende Gesundheitssysteme, krankmachende Ernährungssysteme. Ja, Marktwirtschaft ist halt, ja, der schlimmste Horror ist Stalinismus bis Maoismus.
Aber kurz danach kommt der Horror des Kapitalismus und der Marktwirtschaft. Und die einzige, was uns glücklich machen kann, ist die postkapitalistische, die postmarktwirtschaftliche Gesellschaft der Next Scientists for Future.de. Ne? So. Ja, in Russland, weiß gar nicht, ob ich diese Meldung aus irgendeiner Internetsendung oder so, ob ich das glauben soll. Russische Ärzte wurden, in Russland wurden Ärzte aus den Fenstern gestürzt. Ja, hat man da etwa den Durchblick, dass die kapitalistischen Ärzte selbstverständlich die gesamte Gesellschaft in die Irre führen müssen und hat man sie deswegen aus dem Fenster gestürzt? Also das würde mich jetzt sehr überraschen, dass man da so viel Durchblick hat. Nur das Umbringen ist natürlich das Falsche. Ja, also die Leute da aus Fenstern stürzen, die Ärzte. So weit sollte man nicht gehen, sondern man braucht doch nur die Marktwirtschaft zu beenden. Man muss doch nur den Ärzten einen neuen Rahmen geben mit der Wohlfühlstimme und schon werden sie uns nutzen, anstatt uns zu schaden. Aber ich meine, das Einzige, was ich an dieser Meldung gut finde, das würde ja bedeuten, dass es in Russland intelligente Leute gibt, die durchschauen, dass Ärzte absolut schädlich sind. Marktwirtschaftliche Ärzte sind das Größte. Wo ist es hier? Das sagt übrigens ein Arzt selber hier. Hier haben wir den Arzt Christian Zimmermann, Präsident des Allgemeinen Patientenverbands in Deutschland. Und er sagt, unser Gesundheitswesen ist in weiten Bereichen zur größten Gefahr für unsere Gesundheit geworden. Ja, und das scheint man in Russland noch zu ahnen. Da hat man vielleicht noch eine etwas kapitalismuskritischere Ausbildung gehabt. So, ja. Also dem ist nichts zu hinzuzufügen. Ja? Nur, wie gesagt, keine Gewalt. Dann haben wir so ein bisschen wieder Psychoquatsch. Der Professor, oder wie er heißt, Hans-Joachim Maatz. Wieder eine Sendung mit Psychoquatsch. Ne? Da wird natürlich, beim Psychoquatsch wird ja quasi die tiefe Frustration und die tiefe Frustriertheit jedes einzelnen Bürgers durch die Marktwirtschaft wird als Kindheitsschuld, also als Schuld der Kindheit oder als durch die Kindheit verursacht, umdefiniert. Also der Psychoquatsch ist quasi das, was Sie als Zuschauer davon abhält, die richtige Entscheidung zu machen. Der Esoquatsch und der Spiroquatsch gehören natürlich auch noch dazu. Ja? Diese Quatschformen, die gehören, haben alle nur, das darf ich sagen, weil ich früher selbst auch Psychoquatscher war, Psychoanalytiker und Psychotherapeut von Grundberuf. Psychoquatsch, Esoquatsch und Spiroquatsch. Also anstatt, dass man also versteht, aha, die Marktwirtschaft erzeugt all die Irrtümer, die unsere Lebenslust unterdrücken. Zum Beispiel, ich erinnere nur mal an den einen Irrtum. Schluck Wasser. Ja, dieser Früharzt und Frühhändler sagt, ach, ist das toll, wie ihr in den Kommunen euch lieb habt und wie ihr den ganzen Tag mitschmust miteinander und so glücklich seid und so weiter und alles so ungeheuer kooperativ ist in euren Kommunen. Toll, ja? Und der hier sagt, ach, dieser Früharzt und Frühhändler sagt, ach, ist das eklig, dass ihr alle so miteinander schmust. Das ist ja unmoralisch, unkeusch, eklig. Ihr könnt euch dabei auch infizieren. Da werdet doch alle krank, diese ständige Geschmuse und dieser ständige Sex und so. Da kriegt ihr ja alle Krankheiten und so weiter. Und der setzt also seine Kunden unter einen moralischen Druck. Die Leute unter Druck fangen an, ihr Liebesleben zu unterdrücken, erleiden einen Glückshormonmangel, werden konsumsüchtig und kaufsüchtig und kaufen ihm seinen Ernährungsmüll ab sozusagen und werden süchtig in jeder Hinsicht und werden unglücklich und konsumsüchtig und werden depressiv, als Volkskrankheit Depression und so weiter. Und anstatt dass jetzt gesagt wird, ja hoppla,
Und die Ursache des Ganzen ist die Marktwirtschaft. Also wenn Sie richtig glücklich werden wollen, gibt es nur einen Weg. Sie müssen sich dafür engagieren, zusammen mit den Next Scientists for Future.de die Marktwirtschaft zu beenden. Und die Psychoquatscherei bringt Sie da nicht weiter. Der ESO-Quatsch schon gar nicht und der Spiroquatsch noch weniger. Ne? Also so viel dazu. Das heißt hier, wenn Sie... Da wird dann gesagt, nicht die Marktwirtschaft ist schuld, sondern irgendetwas in der Beziehung zwischen Mutter und Kind oder Vater und Kind oder Familie und Kind. Da ist was schiefgelaufen. Was natürlich überhaupt nicht stimmt, sondern sind Ereignisse gelaufen. Zum Beispiel, wenn ich dran denke, wie meine Mutter bei mir meine Doktorspiele mit der hübschen Nachbarstochter sozusagen dann so nach und nach uns verboten hat, ja, und uns da Angst gemacht hat, da ist es nicht so, dass das die Mutter bösartig gemacht wird, sondern die Marktwirtschaft mit ihren Massenmanipulationen, mit ihren gewinnbringenden Irrtümern hat meine Mutter dazu veranlasst, bei uns Kindern die Doktorspiele zu unterdrücken und damit die Angst vor der Körperlichkeit zu erzeugen, weil das zum Wesen der Marktwirtschaft gehört. Die Glücksunterdrückung ist der Wesenskern der Marktwirtschaft, weil nur so maximale Konsumsucht erzeugt werden kann. Und bitte, lieber Dr. Markus Krall, widerlegen Sie diese naturwissenschaftliche Beweisführung. Beweisen Sie uns, dass die Evolutionsgesetze nicht gelten, dass Mutation und Selektion nicht gelten und dass unter den Bedingungen von Markt nicht automatisch die maximale Zerstörung des Lebensglückes, der Gesundheit und der Langlebigkeit der Milliardärskönige resultiert, und zwar zwangsläufig, weil die Marktwirtschaft das in sich trägt, so wie die Wolke den Regen in sich trägt, trägt die Marktwirtschaft den Krieg und das Unglück aller in sich. Punkt. Ja, nach dem Psychoquatsch jetzt. Eine Gemeinwohlökonomie-Sendung habe ich wieder geschaut, konnte ich kaum ertragen. Die ganze Sendung ist für mich so eine richtige Gammelsendung. Und das drückt eigentlich drückt das schon aus, worum es bei der Gemeinwohlökonomie geht. Wir wollen Wirtschaft betreiben, so als Gammelgeschichte, so ganz gemütlich, lässig, bloß nicht anstrengen, bloß keine Leistung bringen, gar nichts, ja? Ja, vielleicht können wir tatsächlich dazu später kommen. Also auch mit dem Ansatz der Next Scientist for Future.de können wir irgendwann bestimmt auf die tägliche Arbeitszeit von 3 bis 4 Stunden runterschrauben und gemütlich und so weiter. Aber das setzt voraus, dass es keine angriffslustigen anderen marktwirtschaftlichen oder kapitalistischen Gesellschaften mehr gibt. Ja, denn die stellen eine ständige Bedrohung dar. Ja, im Moment werden, glaube ich, im Moment sterben wieder ganz viele südamerikanische Indios an unseren Problemen sozusagen rund um das Coronavirus. Ja? Also alles, was geschieht ist, wir haben also die Leute, die Indios und die nordamerikanischen, die südamerikanischen Indios und so weiter, alle haben wir umgebracht mit unseren Arten von Bakterien und Viren, mit denen wir sie abgeschlachtet haben, mit unseren Gewehren und mit unseren Hightech-Waffen, weil Kapitalismus und Marktwirtschaft ebenso sind. Ne? Und Punkt. Ja. Und das bedeutet aber eben, bis es soweit ist, dass es auf der Erde keinen einzigen kapitalistischen Staat mehr gibt, woran ja die Next Scientist for Future.de gerne jetzt beginnen wird, mal schleunigst zu arbeiten, sozusagen so lange ist es dann so, dass wenn wir keinen hochleistungsfähigen, defensiv abrüstungsangebotsmäßigen Defensivraketen
Mini-Raketenabwehrriegel um Deutschland oder Europa haben, der uns davor schützt, dass es uns so geht wie den Indios oder den nordamerikanischen Indianern, wird sich der letzte kapitalistische Staat der Erde wird sich erbarmen und wird uns überfallen und uns alle umbringen. Ja, und so, da wir dieses Risiko nicht ausschließen können, müssen wir bis dahin ein Hightech-Land bleiben mit einer Hightech-Defensiv-Rüstungsfähigkeit. Ja? Und dann wollen wir hoffen, dass, und wenn der letzte kapitalistische Staat beendet ist, können wir alle die Staatlichkeiten aufgeben, können alle wieder in Kommunen leben und brauchen keine Staatsgrenzen mehr, weil dann niemand mehr angriffslustig ist, weil die menschliche Natur eben genetisch eigentlich ja schon die Angriffslust überwunden hat und das pazifistische, kooperative, soziale sozusagen an die Stelle des Kriegerischen getreten war in der Evolution vor 400.000 Jahren. Und nur die Marktwirtschaft, das muss ich jetzt wieder kurz beweisen, die Marktwirtschaft hat das beendet gehabt. Nein, falsches Bild, Schluck Wasser. Wie hat die Marktwirtschaft das pazifistische, kooperative, sozialistisch-kommunistische Ideale zerstört? Das Urmatriarchale zerstört und das Patriarchat geschaffen und so weiter. Wie kam das alles? Ja, zum Beispiel ganz praktisch so, hier haben wir einen Frühhändler und der sagt, ja, ich habe so Steinäxte dabei, die könnt ihr benutzen, um Früchte abzuschlagen und Gemüse aus dem Boden zu buddeln, da habt ihr Werkzeug für. Ansonsten hat letztens eine Gruppe, eine Kommune, die andere nachts, abends besucht und das war ein rauschendes Fest der Liebe. Und dieser hier hat Sprachprobleme, das ist ein anderer Frühhändler, der sich irrt, ja, und der irrt sich und der erzählt, ach, da hat eine Kommune die andere abends überfallen, heimgesucht, nicht besucht, sondern heimgesucht. Und das war ein Blutbad, ein rauschendes Blutbad, ja, sozusagen, ja. Und das Blut floss in Strömen, ja. Nicht die Getränke flossen in Strömen, sondern das Blut floss in Strömen. Ja, und mit solch einer Irrtumsgeschichte, mit der ersten Irrtumsgeschichte innerhalb der Marktwirtschaft, macht er all seinen Zuhörern Angst. Die kaufen ihm alle Steinäxte ab, weil sie sich jetzt schützen wollen vor imaginierten, fantasierten Angriffsmöglichkeiten und fangen an, selber darüber nachzudenken, ob man nicht die Nachbarkommunen töten sollte, bevor die auf die Idee kommen, einen selber zu töten. Und schon ist der Krieg und die Gewalt wieder in der Evolution des Menschlichen drin, wo sie vorher schon draußen war, sozusagen. Ja, und die Marktwirtschaft kehrt also aus allem wieder das Schlechtestmöglichste hervor. Und noch vor kurzem hat der General Powell der USA sich geirrt und hat gesagt, ja, der Irak hat Massenvernichtungswaffen und deswegen darum wurden dann eben so und so viele Hunderttausende Iraker abgeschlachtet und Saddam Hussein gleich mit. Ne? Das ist die Marktwirtschaft. Das ist lieber Herr Dr. Markus Krall, das ist Ihre Marktwirtschaft, wenn man sie wissenschaftlich wirklich analysiert. Ja, und irgendwo wurde in der Internetsendung auch von Wahrheitsbewegung gesprochen. Es gibt ja Leute, die nennen ihre Bewegung so die Wahrheitsbewegung. Ja, nur hat die leider keinerlei Kontakt zur Wahrheit. Aber das ist so das Paradoxe. Die nennen sich Wahrheitsbewegung und haben null wissenschaftliche Ahnung und keinerlei Kontakt zu irgendeiner Wahrheit. Ja, ist paradox. Ja,
Also, so viel zur jetzigen wissenschaftlichen Tagesschau heute. Bis später.